Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2 in unserem Let's Play Format. Heute begrüße ich euch wieder mal hier aus Gladbeck, aus dem Gladbeck Add-on Projekt Gladbeck 2016, wie man es auch immer nennen will. Heute auf der Linie 247 von Gelsenkirchen-Buer Rathaus nach Gladbeck-Menzelstraße mit einem Mercedes-Benz Citaro Facelift L. Dreitürer von Helvete mit KVV Repaint. Und ja, ihr seht, die Leute wollen ja schon einsteigen. Genau, machen wir die Türen schon mal aus. Auf. Nicht aus. Ja, guten Tag. Fällt gerade ein, ich habe hier den diesen Charaktere-Mod noch nicht installiert. Werde ich da mal noch nachholen. Ja, eigentlich wäre es so, heute so ein Tag gewesen, wo ich mal dieses Video gebracht hätte, aus Budapest, also OMSI natürlich, wovon ich mal geredet habe, was ich vor ewig langer Zeit mal aufgenommen habe. Nur, leider war ich jetzt so doof und, habe letztens meinen Ordner gelöscht, also mit den ganzen Rohaufnahmen. Ja, und da war das Video dann dazwischen und das habe ich dann aus Versehen mitgelöscht. Und den Papierkorb habe ich seitdem auch geleert. Das heißt, ja, das Video ist weg. Ne? Eigentlich schade, aber es war eigentlich, ich finde, ganz, ja, entspanntes Let's Play, was, denke ich, ganz gut anzuschauen war. Aber gut, das ist jetzt kein Beinbruch, sage ich jetzt mal. Stand da nicht immer noch so ein Schild? Irgendwann mal. Hier, da vorne an der Kante mit so einem Pfeil drauf. Ja, auch wenn dieses Ruckeln beim Beschleunigen im letzten Update, wie ich finde, etwas besser geworden ist, ist dieses Bremsverhalten immer noch nicht das Beste. Also da geht wirklich die ABS hier direkt rein. Ist doch schon ein bisschen übertrieben dann. Ich mach hier mal Fenster auf. Fenster auf. Da Fenster auf. Ja, hier von hinten, das Repaint kennt ihr ja schon. Wenn ihr das Repaint auch haben wollt, könnt ihr gerne in meinem Repaint-Thread im OMSI-Forum vorbeischauen. Dort findet ihr dieses und viele mehr Repaints auch sofort zum Download. Na, wird das hier noch was? Also irgendwie sieht die Ausfahrt da ja ziemlich eng aus, ne? Aber irgendwie habe ich da keine Probleme mit rauszufahren. Also sind dann andere Stellen, da ecke ich dann ganz gerne mal einen Bordstein an, aber da bin ich jetzt nicht mal an den Bordstein dran gekommen oder so. Und das hier mit dem Teil. Ich bin gestern mit dem C2G auch locker da rausgefahren. Keine Ahnung, ob das wirklich so breit, also so breit ist oder. So, ich habe die Bremse jetzt ganz leicht gedrückt. Ne?
mitfahren? Kann man durchfahren. Hier in Gladbeck sind, wie meiner Meinung nach, ziemlich viele Nachladeruckler. Liegt daran, dass die Map einfach riesig groß ist. Weil hier im Bereich Burghaus, da ruckelt es auch ein bisschen, weil hier wirklich sehr viel KI-Verkehr und so weiter ist. Und viele Objekte stehen, aber sobald wir jetzt gleich ist ein bisschen weg sind, noch ein, zwei Haltestellen, dann läuft es wieder schön flüssig alles. So, war ja richtig, dass ich jetzt hier nicht gehalten habe, sondern erst um die Ecke. Ja. War jetzt auch irgendwie noch eine Umleitung, die scheint irgendwie wieder gelöscht zu sein, weil ich jetzt dieses neue Update hier schon wieder nicht drauf habe. Also nicht wundern, das hier ist jetzt eine alte Version von der Map. Ja, ja, weil ich musste irgendwie das Add-on neu installieren, weil da irgendwie Dateien gefehlt haben. So, jetzt habe ich gestern noch mal eine Stunde dran gesessen und mir die ganzen Mods, also den Sterne-Mod und den Atron-Fahrscheindrucker-Mod für den C2 wieder rauszusuchen. So, und dann ist mir aufgefallen, ach so, ich habe hier noch so ein Update schon drauf. So, weil ich das installieren, dann funktioniert dieser Update-Manager da nicht mehr. Also, wenn ich lad's, also höre ich jetzt in den Aerosoft Launcher gehe, dann wird mir angezeigt Update und dann kann ich das mit dem AS Update Manager oder wie das auch immer heißt, runterladen. So, und wenn das dann runtergeladen hat und ich dann auf Installieren drücke, dann startet er die Installation und dann kommt sofort, dass dieses Programm auf einmal nicht mehr funktioniert und dann stößt es ab. Ich habe es gestern 3-4 Mal probiert. Ging nicht, ich probiere es jetzt nachher mal nochmal. Ansonsten gucke ich mal, ob ich das noch irgendwie manuell installieren kann oder. Irgendwie muss ich ja beim letzten Mal auch hingekriegt haben. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich beim letzten Mal so ein ähnliches Problem hatte und irgendwann ging es dann. Mal gucken, vielleicht kommt noch ein Video dann auf dem Update. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Update überhaupt irgendwann schon mal gefahren sind. Weil ich jetzt gerade auch im Moment nicht sagen kann, wenn dieses Update rausgekommen ist. Ich glaube, seit wir diese vier Videos waren es, glaube ich, zum Projekt Gladbeck damals gemacht hatten, sind wir hier eigentlich auch nicht mehr gefahren. Das heißt, wenn dieses Update nicht ganz am Anfang rausgekommen ist, dann habe ich euch das noch gar nicht gezeigt. Auf jeden Fall war zum Beispiel da vorne an der Königswiese eine Umleitung für die Linie, was waren das, 222, glaube ich. Jetzt 111 war das, glaube ich. Oder was war das für eine Linie? Das ist die hier vorne rechts reingeht. 211, ja. So, sehe ich immer, wenn da oben links Ladekachel steht, das und das dann dabei ruckelt oder davor kurz ruckelt, das sind dann immer diese Nachladeruckler, die kann ich nicht vermeiden, die kann man halt nur, indem man die Objekte runterstellt und so, kann man die halt kürzer machen. Aber ob es jetzt alle 30 Sekunden 2 Sekunden hängt oder alle 30 Sekunden 1 Sekunde hängt, das ist mir egal. Also da lasse ich lieber 2 Sekunden hängen und habe dafür aber die volle Qualität. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Tja, es muss, ne? Sonst habt ihr Pech gehabt.
werden die FPS langsam besser. Fireball. Was ist das denn hier? Ich guck mal gerade, was hier Fireball ist. Das interessiert mich jetzt mal. Das ist eine Bowlinganlage. Scheint irgendwie ein bisschen was Bekannteres zu sein. Nach Gladbeck. Ja, wollen wir auch mal noch machen. Autobahn fahren. Mit dem Volvo. Können wir irgendwann mal machen. Vielleicht denke ich ja irgendwann mal dran. Können wir noch, wann war das? Was war das? Lemmental oder Städteträg? Ich glaube Lemmental. Ist mit dem Update rausgekommen. Können wir auch noch mal testen. Das wäre mal was für nächste Woche vielleicht. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ne? Ich glaube, die Linie hier bin ich auf der. Hier im Add-on auch noch nicht gefahren, die 257. Also früher auf der Version 5 oder 6, keine Ahnung. Da bin ich hier auf jeden Fall mal gefahren, aber hier im Projekt Gladbeck noch nicht. Jetzt übrigens auch von Aerosoft wieder neues Add-on angekündigt worden, und zwar das Add-on Aachen. Dort wird dann jetzt endlich auch mal ein Facelift wieder mitgeliefert. Also diesmal jetzt ein Facelift dann von Aerosoft oder ja, wie auch immer. MR-Software, keine Ahnung. Aerosoft ist ja, glaube ich, wenn man jetzt, muss ich gerade überlegen, ist Aerosoft der Publisher? Ich glaube schon. Ja. Naja, auf jeden Fall dann jetzt ein Facelift im offiziellen OMSI Add-on mit dabei. Ja, würde mich auch noch interessieren. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo rausfinden kann. Dann sage ich euch das in der nächsten Folge. Ob das Add-on jetzt komplett neu ist oder ob das aus dem Aachen-Wallheim-Add-on, aus der Karte Aachen-Wallheim heraus entstanden ist. Würde mich mal interessieren. Ich muss ja sagen, Aachen-Wallheim war bis jetzt eher Flop. Also
10 Milliarden Linien, ja, dann keine besonders schöne Gestaltung. Teilweise fehlen die Hilfspfeile. Es gibt ganz, ganz wenig Eintrittspunkte nur. Also um überhaupt mal irgendeine Linie manchmal fahren zu können, da muss man dann erstmal eine Viertelstunde auf der Map rumspringen, bis man die Starthaltestelle gefunden hat. Ja, ich habe jetzt mal gerade hier so ein paar Minuten, wo hier mal Ruhe ist. Das ist nämlich unter anderem auch ein Grund, warum ich momentan nicht so viel aufnehme oder aufnehmen kann. Wir machen nämlich momentan unser Bad neu und dann ist hier ab und zu mal ein bisschen Lärm im Haus und dabei kann ich natürlich nicht aufnehmen. Also wenn man dann hier im Video eins jetzt bam, bam, bam hört, ne, vom Klopfen oder wenn hier die Handwerker durchs Haus rennen. So, habe ich jetzt schon wieder meinen Kugelschreiber. Wahrscheinlich wieder hier. Ja. Da wo ich. Ja. So. Muss das hier abbiegen? Ja, komm, fahr du schon. Ist man einmal so freundlich und dann ich habe Angst, dass ich dieses Schild hinten jetzt mit hole. Gut gegangen. Das ist ja aber schon, wenn man jetzt mal überlegt, ne? Der Teil, der ausschwenkt, ne? Das ist von der ersten Hinterachse hier bis ganz nach hinten. Das ist also schon ein gutes Stück mehr wie bei normalen herkömmlichen Bussen. Sonnenscheinstraße. Also wenn ich hier im Spiel gucke, naja, nicht wirklich, wenn ich bei uns rausgucke, kann man das momentan sagen. Weil es ist ja endlich mal ein bisschen schöneres Wetter. Das ist mir für heute. So, jetzt sagt der hier irgendwie Ginsterweg, sind aber erst Mehringstraße. So, der vordere Teil des Busses steht jetzt in Gladbeck, der hintere noch in Gelsenkirchen. Oder was das auch immer ist hier. Scholven. Aber gehört Scholven nicht zu Gelsenkirchen?
glaube, das irgendwo gelesen zu haben. Was haben wir hier? Sonnenscheinstraße oder was? Ja, schön hinten einstecken. Was steht hier? Gut, man kann das jetzt nicht lesen, aber da steht bitte vorne einsteigen und Fahrkarte vorzeigen. Doch noch gedruckt. Na, was war das für ein Geräusch? Wenn ihr es wisst, schreibt ihr in die Kommentare. Ich habe es gerade eben eigentlich schon mal kurz erwähnt, aber... Das bringt's. Hier ein Buckel drauf, aber die Brücke ist einfach kerzengerade. Das hier lohnt sich auch. Wenn mir vier Gelenkbusse hintereinander stellt, dann der eine Teil, also der erste vorne an der Haltestelle und der letzte schon wieder an der nächsten. Ich gebe mir hier Gas, da läuft gerade irgendwo Musik draußen, bevor hier das irgendwelche geschützte Musik ist. Ah, Metzelstraße, Schnellstation. Ja, dann jetzt raus hier alle. Tschüss, Wiedersehen. Nee, nicht Burrathaus. Nee, na. Hoffentlich steigen jetzt nicht alle ein. Wir bleiben da nämlich auch drin. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Jetzt ist hier irgendwie alles weiß, genau. Ich hoffe, die sind nicht eingestiegen. Nein, nicht gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, dann
sage ich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.